Hallo und herzlich willkommen in meiner Kochecke. Heute gibt es bei mir Wraps. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch gern. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann nutzt die Glocke. Für das heutige Rezept brauchen wir Pilze, Paprika, Karotten, Zwiebel, Knoblauch und Wraps. An Gewürzen nutze ich Pizzagewürzmischung, Pfeffer, Salz, Sweet Chili Soße und zum Anbraten geröstetes Erdnussöl. Zuerst werden die Champignons in dünne Scheiben geschnitten. Bevor ihr das macht, solltet ihr sie allerdings erst vom Dreck befreien. Das geht am besten mit einem Tuch, einem Pinsel oder einem Küchenkrepp. Die Zwiebel schneide ich diesmal in kleine Würfel. Wer da so wie ich ein bisschen Schwierigkeiten mit hat, der kann auch erstmal gröbere Würfel machen und hinterher einfach mit dem Messer nochmal darüber hacken. So werden die Zwiebelwürfel dann auch schön klein. Die Möhren habe ich gewaschen und geschält und schneide sie jetzt einfach in dünne Scheiben runter. Die Paprika habe ich gewaschen und von den Kernen befreit und schneide sie jetzt in Streifen runter. Ich habe in diesem Fall rote Spitzpaprika genommen. Man kann aber auch normale Paprika nehmen und die Farbe ist eigentlich auch völlig egal. Je nach Geschmack, was euch am besten schmeckt. Zum Anbraten des Gemüses nutze ich Erdnussöl. Es ist geröstet und ich nutze es, weil es einfach gut riecht und gut schmeckt. Wenn das Öl richtig heiß ist, gebe ich die Pilze in die Pfanne. Die Pilze schon Farbe haben, dann gebe ich die Karotten und die Paprika dazu. Immer gut durchrühren, damit die Pilze nicht zu dunkel werden. Nachdem das Gemüse circa 10 Minuten mit den Champignons vorgebraten hat, gebe ich die Zwiebeln dazu. Diese werden jetzt glasig mitgedünstet. Danach schneide ich den Knoblauch in ganz feine Würfelchen. Auch hier nutze ich die Hackmethode, um die Würfel richtig schön klein zu bekommen. Dann gebe ich den Knoblauch zum Gemüse dazu und verrühre das Ganze noch mal gut. Ich gebe jetzt noch Sweet Chili Soße zu dem Gemüse, weil wir die so gerne essen und weil sie eine gewisse Schärfe bringt. Den Wrap bestreue ich jetzt mit Pizzagewürz. Dann schneide ich ihn unten ein. Da kann man dann wunderbar hinterher die Klappmethode anwenden. Ich gebe auf den Wrap jetzt noch von der Chili-Soße. Man kann aber auch jede andere Soße verwenden. Dann klappe ich den Wrap ein, lege ihn unter den Kontaktgrill und warte, bis er braun ist. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Der Geschmacksvielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. Man kann ihn süß essen, herzhaft, mit Käse. Man kann die vier Lagen verschieden belegen, so wie man gerne möchte. Falls euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!